Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Wir werden uns heute umkleiden. Und zwar werden wir einen Tag rumlaufen wie Dagi B. Die Idee dazu kam von euch, beziehungsweise von einer Person von euch. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber wenn du dich wiedererkennst, schreib mir doch einfach mal in die Kommentare. Ja, ich befinde mich ja auch schon in Jalaheim und hier werden wir die kleine Shopping-Tour beginnen, denn wir werden jetzt erst einmal zum Friseur laufen und dort werde ich mir die neue Frisur machen, die zu dem Look passt. Ich habe mir übrigens ein Bild ausgesucht, beziehungsweise das aktuellste von Instagram von Dagi B ausgesucht und danach werde ich mich richten und das werden wir mal versuchen, irgendwie zusammen zu sammeln und zu schauen, ob das einen guten Look ergibt und vielleicht, oder ich hoffe sogar, dass es halt der gleiche Look sein wird wie auf dem Foto. Und ja, dann laufe ich, beziehungsweise ich würde wahrscheinlich die ganze Woche dann so rumlaufen. Denn ich bin ja auch noch im Urlaub zwischendurch, das heißt, ich kann mich gar nicht umziehen dann. Aber ich werde dann auch die nächsten Videos auf jeden Fall als, in Anführungsstrichen, Dagi B erledigen. So, wir gehen jetzt erst einmal hier in Salon Belle. Und hier werden wir uns die Frisur machen. Und zwar ist es diese hier? Ich muss erstmal gucken. Ah nee, es wird so eine hier sein. Und zwar diese hier. Ja, denn ich finde, das ist sehr passend. Ich gucke mir trotzdem einfach mal die anderen an. Ich wollte erst die hier nehmen. Aber mittlerweile sind ihre Haare ja doch ein bisschen länger und ein bisschen stufiger geschnitten. Zumindest auf dem Bild sieht es so aus. Es fehlen zwar ein paar Locken, aber die könnte man theoretisch ja noch nachholen, wenn man sich ein paar Lockenwickler eindreht. So, deswegen werde ich jetzt erst einmal die Haare nehmen. Yay! Ich gucke direkt mal nach einem Make-up hier. Aber ich glaube, hier ist kein passendes. Nicht so wirklich. Ich könnte halt das eigentlich auch lassen, weil es sehr schön ist dazu. Wobei das hier auch sehr passend ist. Aber irgendwie nicht ganz so passend. Also es müsste noch ein klein wenig dezenter sein, aber um die Augen rum ein bisschen stärker. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig mit dem Make-up hier. Gucken wir hier nochmal. Ah, das ist nicht so ganz. Also der Lippenstift, der Lippenton passt bei den dreien hier richtig gut. Aber um den Augen herum ist das nicht ganz so schön. Deswegen könnte es sein, dass ich das hier sogar lassen werde. Weil, wie gesagt, es passt ja auch eigentlich sehr gut dazu. Übrigens ist das hier eine Frisur, die ich sonst nie im Leben genommen hätte. Aber irgendwie sieht sie cool aus. Mein Gott, ich mag die Frisur doch. Ich fand die nämlich immer nicht ganz so schön, weil ich nicht so auf blond stehe, muss ich sagen. Außer jetzt bei meiner anderen Frisur, die ich immer so standardmäßig habe. Oh ja, irgendwie gefällt mir die doch ganz gut. Oh je. Ja, ich habe übrigens schon die richtigen Schuhe dazu an. Moment, ich mache mal kurz noch ein Bild davon. So, vorher, nachher und Entwicklung, so ein bisschen. So. Schnell, ganz schnell nur ein kleines Bild davon, damit wir das auch nicht vergessen, wie es vorher und nachher aussah. Ja, ich hätte es natürlich noch eins machen sollen, wo ich die anderen Haare habe, aber da habe ich genug Bilder von. Da kann ich dann auch ein anderes nehmen. So, sehr schön. Das hätten wir schon mal. Ich hoffe, meine Starcoins reichen aus. Oh mein Gott, mir gefällt das Blond total gut. Was ist denn los mit mir? Oh je, okay. Also das hätte ich schon mal. Die pinken Schuhe, wie gesagt, die habe ich auch schon an, zufälligerweise. Und das sind quasi genau die gleichen Schuhe, die sie auf dem Bild trägt. Jetzt werden wir erst einmal zum nächsten Pferdetransporter fahren. Wo ist er denn jetzt nochmal? Ich muss bei dem Pferdetransporter jedes Mal suchen. Warte, war der nicht auch hier? Seitdem die neu angerichtet sind. Oh Gott, das klingt komisch, ne? Angerichtet. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Seitdem die neu sind. Ah, da ist er ja. Muss ich die immer suchen? Okay. Dann werden wir nun einmal zum Weingut reisen. Weingut, komm. Oh ja, da habe ich das erste Mal. Seitdem, hallo, bleibst du jetzt mal drinnen stehen? Da, hallo? Mein Pferd will nicht zum Weingut. Ja, da, ich habe ganz oft den Bug, dass es einfach jedes Mal... Jetzt bleib da drin! Ich muss doch erstmal das Weingut suchen. Oh, das ist so nervig. Habt ihr das auch immer? Dass es manchmal einfach nicht klappt? So, Silverglade Landgut ist nämlich das neue Weingut.
Oh mein Gott, habe ich da das erste Mal gesucht, als ich zum Weingut wollte, nach dem letzten Update davon. Und ich habe es nicht gefunden und dachte, oh mein Gott, wo ist denn das Weingut hin? Aber es heißt jetzt ein bisschen anders. So, jetzt muss ich noch einmal den Stand finden. Ich glaube, das ist der da hinten. Denn da gibt es so ein bisschen was Jeans-mäßiges. Oh Gott, ich hoffe, ich habe den Ruf dazu. So. Das müsste hier sein. Okay, ich kann schon mal alles kaufen. Das ist schön. Da, und das ist sogar das. Oh, hat Seiten plus 8. Das ist ja cool. Oh Gott, jetzt bin ich total übersteuert, sehe ich gesagt. Entschuldigung, ich bin gesagt freudig einfach ausgerastet. Okay, 75 ist okay. Hat sogar gute Werte. Und mir gefällt das ganz gut. Okay, also ich glaube, es wird tatsächlich so sein, dass mir der Look von Dougie B gefällt. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. So, was haben wir denn eigentlich hier für ein Zaumzeug? Ach schade, ich dachte, das passt vielleicht noch dazu. Wäre natürlich auch noch cool fürs Pferd was dazu zu kaufen. Aber das ist, glaube ich, erstmal nicht möglich, weil da kann man ja ein bisschen was zusammensuchen. Okay, jetzt haben wir schon mal so eine ähnliche Jacke. Das ist übrigens die ähnlichste, die ich hier in ganz Star Stable gefunden habe, die man da am ehesten nehmen könnte. Sie hat auf dem Foto halt eher das ein bisschen anders geknöpft, ein bisschen mehr aufgeknöpft und das weiße Hemd drunter ein bisschen hochgeschoben. So müsst ihr euch das eigentlich vorstellen. Das könnte man theoretisch mit diesem Teil auch machen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, nun müssen wir aber noch einmal weiter. Und zwar müssen wir zum Westcam Fischerdorf, denn dort gibt es eine Hose, die ich ziemlich passend dazu finde. Und da werden wir jetzt noch einmal schauen, dass wir diese Hose eventuell bekommen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob ich die wirklich kriege. So, wo haben wir denn jetzt Westcam Fischerdorf? Da haben wir es. Dankeschön. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es bekomme, weil ich nicht weiß, ob mein Ruf dafür reicht. Es könnte sein, dass der Fischerruf vielleicht dafür notwendig ist. Ich hoffe nicht, dass es da ist. Ja, dann wird es wahrscheinlich nichts. Ich glaube, dieser Mann dort sollte diese Hose haben. Ich muss mir die aber dann auch erstmal anschauen. Ja, Herr Loop. Oh, jetzt stehe ich sehr gut. Oh Gott, ich glaube, ich kann sie nicht kaufen. Oh nein, ich kann sie tatsächlich nicht kaufen. Schade, warte mal, welche ist denn das? Hä? Habe ich noch eine übersehen? Ist es doch nicht? Die ist es nicht? Hose, Hose. Die ist es auch nicht? Die ist es auch nicht? Eigentlich sollte die hier bei den Typen sein. Okay, da ist sie schon mal nicht. Wieso sehen die denn alle so seltsam aus? Okay, eigentlich sollte es bei dir sein, aber vielleicht habe ich mich ja verguckt und die ist doch hier vorne. Gucken wir mal, ansonsten habe ich auch eine alternative Hose, die ich dazu benutzen kann. Okay, schauen wir mal hier. Die ist es nicht. Es ist halt so eine richtig schöne, coole Jeans, ist es nicht. So eine richtig tolle Jeanshose eigentlich. Oh, das ist die hier sogar. Ach je, auf dem Bild sah es ganz anders aus. Oh nee, das gefällt mir aber nicht so wirklich. Moment, ich muss mal kurz absteigen und das mal gucken, wenn ich stehe. Aber ich glaube, das ist... Okay, so nicht. Aber ich glaube, das ist echt nicht so der passende Burner dazu. Okay, wo war sie? Das war die letzte, oder? Die vorletzte? Die letzte. Ja, das ist irgendwie nicht so der Burner. Die sah länger aus, aber die ist leider nicht so wirklich lang. Und es gibt leider in Star Stable keine Jeanshose, die eng ist und trotzdem über die Schuhe geht. Das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Aber die passt nicht so richtig dazu. Nee, nee. Nee. Die Länge ist nicht wirklich passend. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir eine andere Hose. Habe ich die eventuell sogar dabei? Oh, ich habe ja sogar die Hose hier. Die fand ich ja auch so schön. Die passt zwar gar nicht jetzt dazu, ich weiß. Okay, dann müssen wir jetzt noch einmal schnell zurück. Und zwar in meinen Stall. So, schnell einmal Abholservice. Denn dort müsste ich eigentlich die andere relativ passende Hose dazu haben. Und dann bin ich super gespannt, wie es alles zusammen aussieht. Ich müsste meine Kappe natürlich noch abziehen. Eigentlich bräuchte ich noch andere Ohrringe. Das könnten wir vielleicht nochmal machen. Andere Ohrringe wäre noch sehr super. Oh, da steht noch mein Pferd. Warte mal, wir können direkt einmal schnell die Pferde sortieren. So,
Okay, jetzt einmal kurz nach der Hose geschaut. Habe ich sie denn direkt auch irgendwo gleich hier? Da versuche ich hier aufzuräumen immer und jedes Mal gerät es trotzdem alles so ein bisschen aus der Reihe. So, da. Wo haben wir die Jeanshose? Jeanshose, wo bist du? Das ist übrigens eine meiner Lieblingshosen. Da, genau. Die hatte ich nämlich gedacht. Hat jetzt auch Seiten plus 5. Ach, die passt aber nicht so richtig, ne? Die ist viel zu blau. Schade. Ich hätte echt gedacht, dass die dazu passt. Röhrenjeans. Ah, die ist schwarz. Schwarz passt nicht so richtig. Okay, es wird ja wohl nicht an der Hose scheitern. Also haben die anderen echt ein bisschen besser zugepasst. Warte mal, ich glaube, da passt sogar... Wo ist denn die andere? Die hier noch besser dazu. Ah, es müsste ein bisschen mehr in die Jackenrichtung gehen. Ach, das ist aber schade. Jetzt muss ich doch nochmal nach einer anderen Jeans gucken. Das ist jetzt aber wirklich schade. Okay. Ich glaube, wir müssen noch eine andere Jeans finden, obwohl die geht einigermaßen. Also schlecht ist sie jetzt nicht. Die müsste nur ein bisschen heller und Used-Look-mäßiger sein. Moment, Moment. Okay, eine Idee hätte ich noch. Da schauen wir doch direkt mal. Einmal nach Moorland und dort gucken, ob die Jeans, die es dort gibt, eventuell passend zu dem Look ist. So, schnell mal hin. Ich fahre auch wieder mit dem Pferdetransporter, weil das einfach am schnellsten geht. So, schon angekommen. Dann wollen wir doch mal ganz fix gucken. War das der hier? Ich schau mal schnell. Profihose war es nicht. Also irgendwie sind die Hosen alle so ein bisschen durcheinander geraten. Stallhose, das ist es auch nicht. Okay, warte, warte, warte. Dann können wir hier nochmal gucken. Wo haben wir denn Stallhose? Reithose? Da, die wäre das. Oh, die würde sogar, die würde besser dazu passen auf jeden Fall. Hat zwar echt super, super schlechte Werte. Muss man sagen, schlechte Werte, alles super schlecht. Also, aber die passt farblich dazu. Besser als die, die ich jetzt habe. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall passt das besser dazu. Dann ganz, ganz schnell der letzte Shopping-Teil. Einmal noch nach Dandal. Und dort gucke ich nochmal, ob es dort noch andere Ohrringe gibt. Und dann sind wir fertig mit dem Look. Yay! Wobei ich sagen muss, also es entspricht echt nicht so meinem persönlichen Geschmack. Deswegen bin ich wirklich gespannt, ob mir dieser Look dann doch in Star Stable gefallen wird. Also im Real Life würde ich das niemals anziehen. Und das liegt aber daran, ich finde irgendwie bei Dagibi sieht es schon ziemlich cool aus. Steht ihr auf jeden Fall. Aber ich finde immer bei mir sieht das immer blöd aus, eine Jeans und eine Jeansjacke dazu. Das sieht irgendwie so, ja, ich weiß nicht. Also ich habe für mich persönlich halt immer die Devise, wenn du eine Jeans anziehst, dann zieh oberhalb nichts an, was auch jeansig ist. Das sieht bei mir nämlich immer ziemlich blöd aus. Wie ist das bei euch so? Folgt ihr derselben Devise oder sagt ihr, nö, ich finde Jeans und Jeans eigentlich ziemlich cool? Das würde mich brennend interessieren. So, hier Ohrringe gucken wir jetzt noch einmal. Ich glaube aber... die würden vielleicht... Oh, die sind aber teuer. Die sind aber echt teuer. Okay. Die sind ein bisschen zu teuer. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt ausgeben wollen, nur um andere Ohrringe zu haben, die halt auch nicht hundertprozentig wie die Ohrringe in dem Bild sind. Da finde ich meine ziemlich okay gegen. Also die würde ich, dann würde ich meine behalten wollen. Dann sehen die besser aus wahrscheinlich noch als diese hier. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es so. Okay, dann würde ich sagen, ist das Outfit, das neue Dagibi Outfit, in dem ich diese Woche rumlaufen werde, fertig. Yay. Okay, bitte einmal absteigen, Madame. Um einmal zu vergleichen. So, Moment, was wir nochmal machen müssen... Einmal die Kappe ab.
einmal die Handschuhe. So. Und fertig ist der Look. Also ich muss sagen, er gefällt mir wirklich besser, als ich erwartet habe. Mir gefallen vor allem die Haare besser, als ich erwartet habe. Ich glaube, ich kann die Woche ganz gut damit rumlaufen, beziehungsweise die nächsten Aufnahmen ganz gut damit rumlaufen. Ich finde es irgendwie ganz schön. Die Hose passt auch dazu. Schön wäre es halt, wenn ich die Hose da drüber krempeln würde, anstatt rein. Aber ja, das kann ich momentan hier leider nicht. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz cool. Und es ist wirklich für mich in Star Stable eine Megatyp-Veränderung. Ich laufe ja dann doch ein bisschen andersrum. Ich habe ja eigentlich immer nur Kleider an oder sowas ähnliches oder schwarz-weiß. Also für mich ist es jetzt wirklich einmal komplett was anderes. Vor allem ist die Frisur auch wirklich mega, mega anders, als wie ich es sonst habe. Die habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Ja. So weit, so gut. Dagi B's Look ist fertig. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wie gefällt euch das Endergebnis? Oder habt ihr vielleicht eine andere Idee, was man da hätte nehmen können? Habt ihr noch andere Ideen von anderen YouTubern oder Promis, wo ich den Look nachmachen soll, dann schreibt mir das auch einfach in die Kommentare. Denn ich finde das echt ziemlich spaßig irgendwie. Ich muss zwar immer ein bisschen sparen wegen den Starcoins dafür, aber mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe eine Menge Spaß dabei, shoppen zu gehen. Es ist mal was anderes. Ein bisschen eine Typveränderung kann nie schaden. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ach ja, übrigens finde ich, durch die pinken Schuhe passt sogar das Set vom Pferd dazu.